und herzlich willkommen zu einer neuen Pickup-Folge. Heute geht es um eine große Estate Sale, es geht um einen Kaugummiautomat und Luna in Pieces. Crazy. Wir starten direkt durch, es sind einige Sachen gekommen von eBay, ein bisschen was habe ich aus dem Toys World, dann war da noch diese abgefahrene Estate Sale und wie gesagt, Luna in Pieces. Wir fangen direkt an mit der Estate Sale. Estate Sales hier, das könnt ihr euch vorstellen wie so Haushaltsauflösungen. Da wird dann ein Datum kommuniziert, wann man da vorbeikommen kann und im Grunde ist das ganze Haus voller Stuff und du kannst durchgehen. Was hier anders ist, du kannst vorab im Netz bei den professionellen Sales direkt dir Fotos angucken. Also da, wo ich war, gab es rund 100 Fotos im Vorfeld. Viel komisches Zeug, aber auch ein bisschen game-related. Da war eine PS2 zu sehen, da war eine Wii zu sehen. Ich dachte, oh, wenn die ein bisschen Spiele haben, haben sie vielleicht noch ein bisschen mehr. War auch so, war aber auch viel crazy Stuff da. Und ich bin dann da hingefahren und als ich ankam, es war schon super voll. Die haben um 3 Uhr aufgemacht und es war einfach nur voll. Am Ende des Tages habe ich da aber 2-3 Sachen gefunden. Die zeige ich euch jetzt als erstes. Und zwar einmal, ich hatte sowas schon mal, so ein Spiel, um es direkt an TV anzuschließen. Hier drauf ist Galaga Pole Position, Xevious und Mappy und Rally X. Schaut mal hier, das steht da so drauf, ne? Was da alles ist. Das ist von Namco. Lag dafür 6 Dollar und dafür habe ich das gerne mitgenommen. Miss Pac-Man ist auch drauf. Yay. Weiterhin auf der abgefahrenen Sale. Nein, die Wii für 100 Dollar habe ich nicht mitgenommen. Und diese ganzen komischen Spiele für 8 Dollar das Stück, das war auch viel zu viel. Da merkt man, dass die Leute mit dem Auspreisen halt echt nicht die Ahnung haben. Eine Wii für 100, dann aber einen Duke Nukem 64 für 4 Dollar im Top-Zustand. Habe ich natürlich gerne mitgenommen. So, neben diesen zwei wirklich game-related Sachen gab es einen Kaugummiautomat. Was? Ja, ein Kaugummiautomat. Total verrückt. Und zwar The Adventures of Batman and Robin als Kaugummiautomat. Na, hier richtig schön. Das Ganze ist hier Metallern hier unten, kein Plastik. Ist von 1995 von DC Comics selbst. Batman and Robin, The Adventures of Batman and Robin, Kaugummiautomat. Ich habe schon ein bisschen recherchiert, ich habe den nirgendwo gefunden. Total cooles Ding. Hat mich allerdings auch umgerechnet 16 Euro gekostet, also 20 Dollar. Dafür fand ich ihn aber total cool. So, wir machen weiter mit ein paar Sachen aus dem Toys R Us. Die Kinder müssen heute auf den Kindergeburtstag und wir mussten ein tolles Geschenk kaufen. Und da habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, auch noch einmal durch die Spiele und Nintendo Section zu gehen. Dort gefunden habe ich ein World of Nintendo Zelda Teil. Ja, war reduziert jetzt auf 4,99 Dollar, also 4 Euro die Ecke. Und dafür habe ich es mal mitgenommen. Keine Ahnung, sah ganz cool aus. Ist somit mit in die Figurensammlung gewandert. Apropos Figuren, es gab auch noch, den fand ich total süß. Der war auch reduziert. Ich halte eigentlich nichts vom Funko Pop. Aber so einen kleinen Doctor Strange, reduziert irgendwie auf 2,50 oder so. Auch gerne mitgenommen. Und dann, wir waren schon fertig eigentlich und vorne gibt es dann immer die Süßigkeiten, wo die Kinder anfangen zu quengeln. Oh, Papa, 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 ich hätte ja so gern hier ein paar Reese's, ich hätte hier so gerne ein paar Lifesavers, bla bla bla. Oh, Papa, Papa, ich selber hätte gern ein paar Petspender. Den Mario, den Yoshi, eieiei, den Donkey Kong. Und natürlich darf nicht fehlen die Princess Peach. Damit ist das Set an der Stelle sogar komplett. Sind nur die 4 in Anführungszeichen. Und die standen da irgendwie für 2 Dollar und ein bisschen. Und die fand ich eigentlich ganz cool. Mal schauen. So, jetzt geht's weiter. Ich habe ein paar Kleinigkeiten von Goodwill. Und zwar einmal den Toad hier. Ich habe den Namen vergessen. Total gut. Und stand dafür, Kaching, 2 Dollar. Und dafür darf der Toad, so rum sollte man halten, gerne mit in die Sammlung. Jawohl. Dann gehe ich durch die All-Media $1-Section und was finde ich? Teenage Mutant Ninja Turtles. Nicht nur den ersten Teil und auch nicht nur den zweiten Teil, auch dazu noch den dritten Teil. Ja, All-Media $1, da habe ich die 3 Turtle-Filme natürlich sehr gerne mitgenommen. Es handelt sich hier um die Original-Turtle-Filme, also sprich die von früher. Ich weiß gar nicht genau, wann das war. Steht hier wahrscheinlich irgendwo drauf. Vielleicht auch nicht. Ja, hier
die Original-Turtle-Filme. Jeden Dollar, also sprich je 80 Cent die Ecke. Und dafür dürfen sie gerne in meine Sammlung. So, dann habe ich noch Folgendes gefunden. Einen kleinen Mario. Und der Mario, ich anmache, springt. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Naja, ein kleiner Mario, 2 Dollar, mitgenommen. Dann letztes Mal schon gesehen, so ein paar US SingStars. Die Sammlung ist jetzt fast voll. Das 90s hat noch gefehlt. Hier jetzt auch SingStar 90s. Sind andere Sachen drauf als bei uns, aber eigentlich ganz cool. SingStar 90s, ja, 8 Dollar, ne, dafür mitgenommen. So, dann habe ich bekommen vom Marketplace. Ich habe mal wieder Marketplace Lotto gespielt. Und zwar geht es um Mega Man X5. Kostet hier rund 20 Dollar die PS1-Version und die stand da im Marketplace ohne viel Beschriftung, einfach nur mit Very Good. Und es ist komplett gekommen. Einmal das Mega Man X5 in komplett, die Disc sieht auch noch sehr schön aus. Und das Ganze gab es für 7,50 Dollar. Very Good, vielen Dank, Mega Man X5. Dann gekommen, Amazon hatte eine Aktion für Switch Fire Emblem Warriors. Und zwar für die Special Edition. Die war auf einmal günstiger als die normale Version. Ja, und da habe ich es mir gekauft. Hat gekostet 42 Dollar. Also, weiß nicht, 35 Euro die Ecke. Und dafür sehr gerne. Interessant an dieser Stelle ist, die Edition ist anders als unsere. Hier gibt es neben den Charakterkarten und dem Soundtrack auch noch ein großes Poster dazu. Kann man hier unten sehen. Ja, und für den Preis habe ich es gerne mitgenommen. Ich habe es noch nicht aufgemacht, werde ich aber tun. Das möchte ich mir gerne einmal anschauen. Fire Emblem Warriors für die Switch. So, dann bevor wir zu Luna in Pieces kommen, kam heute noch ein bisschen Post. Und zwar gekommen für 8 Dollar inklusive Porto Vigilante 8, Vigilant 8. Ja, das ist so ein, ich weiß nicht, ob es Destruction Derby ist. Da wird halt viel geballert und gemacht und getan. Zack, in recht schönem Zustand und für 8 Dollar sehr gerne genommen. Und dann viel gab es diese Woche zu lesen bei Facebook zum Thema Frogger Beyond. Das ist ein ziemlich seltener Titel in PAL, ist auch recht teuer. Das ist in NTSC anders. Frogger Beyond an dieser Stelle komplett im wunderschönen Zustand für unter 10 Euro. Sehr gerne genommen, Frogger Beyond. Ich muss mir das mal angucken. Sieht ganz interessant aus. So. Luna in Pieces. Und zwar, Luna ist in Deutschland recht teuer, die PS1-Version von Luna. Luna 1 und Luna 2 rede ich von. Das ist ein über 100-Euro-Titel, meine ich, in entsprechendem Zustand. Hier bist du bei rund 100 Dollar die Ecke, mal für 80. Ist also recht teuer. Und ich habe mir überlegt, was ist eigentlich, wenn ich mir Luna in Teilen kaufe? Das heißt, unkomplette Sets, die ich dann komplettiere. So, der erste Teil dazu kommt heute. Wir haben für Luna 2 die Omeg-Box. Guck mal hier. Das ist diese kleine Box, wo die Karte drin ist. Und hier noch schön und verpackt diese kleinen Standys. Zack. So, und diese Box habe ich bekommen für umgerechnet ja, knapp 20 Euro, meine ich. Dafür ist sie im wunderschönen Zustand. Ich meine, es waren 18, 19 Euro umgerechnet. Somit schon mal ein bisschen was für Luna 2. Fehlen natürlich noch die Discs und die Hülle drumherum und dieses, so ein Pendant, so ein Pen, ne, so ein Kettendings. Und ganz cool, heute gekommen Luna 1. Zack, Luna 1. Sehr schöner Zustand noch dafür. Und Luna in Pieces, wie schon gesagt, hier drinne, ist aber schon ganz schön viel. Zack. Um genau zu sein, ist hier drinne das wunderschöne, coole Artbook. Ja, ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, aber es ist halt echt richtig schön gemacht. Also das Artbook ist drin im Top-Zustand. Dann die 4-Disc-Version natürlich. Es gibt auch eine 2-Disc-Version, aber ich wollte die 4-Disc-Version. Und hier drin ist lediglich die erste CD und das Making-of. Sprich, es fehlt die zweite CD und es fehlt der Soundtrack. So, und um das Set dann ganz komplett zu machen, fehlt noch die Karte. Aber für das, was ihr hier gerade zu Luna 1 gesehen habt, habe ich umgerechnet inklusive Versand 25 Euro bezahlt. Ja, also das ist, glaube ich, ein ziemlich guter Deal. Wenn ich jetzt die fehlenden Discs und gegebenenfalls die Karte noch günstig kriege, bin ich, glaube ich, wesentlich billiger dabei weggekommen, als rund 100 Dollar für das Ding in komplett zu zahlen. Luna in Pieces, hier Teil 1.
Und Teil 2 fehlt noch ein bisschen mehr. Wir sind gespannt, was in den nächsten Wochen dazukommt und was dann wirklich die Gesamtpreise der Luna-Teile sind. Ich hoffe, das war eine gute Idee, die getrennt zu kaufen. Ansonsten soll es das für diese Woche gewesen sein. Ich habe noch 2, 3 andere Sachen gefunden auf der Estate Sale und so, aber die sind jetzt nicht Gaming-related, darum werde ich die hier nicht zeigen. Falls euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare, kann ich gerne mal ein bisschen was zu erzählen. Sind so schnickschnack kleine Sachen, so ein cooler alter Sony Walkman Retro-Stuff halt. Ne? So, ansonsten, that's it. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf nächste Woche. In diesem Sinne, bis dann, euer Lario.